Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Und zwar geht es um eine Mod vom lieben Taskplace. Taskplace, so. Taskplace, so. Und zwar geht es darum, dass der Fahrplan für die Strecke Koblenz-Mainz geändert wurde. Und zwar, ihr seht es auch schon, die Baureihe 103 wurde ersetzt, hier mit der Baureihe 101 und den Intercity-Wagen. Die Baureihe 110 im Güterverkehr wird ersetzt durch die Baureihe 185 von Railpool, von MRCE, von Railion sowie die 187. Der ICE 1 ist und bleibt da, wo er ist. Und die Baureihe 110 hier ist dann im Grunde genommen die mit den roten N-Wagen und nicht mehr die mit den Mindlingen. Wir gucken nur einmal ganz kurz hier rein in das Ganze. Können hier die Baureihe 101 auswählen, wie gehabt. Können uns gerne hier, sagen wir mal, nehmen wir uns mal hier diesen Intercity, den Intercity 523, und wenn wir auf Beginnen drücken, dann sehen wir moderne Fahrzeuge auf einer älteren Strecke. Natürlich nur für diejenigen, die das eben auch haben wollen. Ja, die 103 ist dann halt gar nicht mehr hier zu sehen im Fahrplan. Das ist dann natürlich schade, wenn man die 103 gerne da sehen wollen würde. Aber es ist auf jeden Fall ein Kompromiss für diejenigen, die halt eben moderne Fahrzeuge haben möchten. Das sieht schon ganz hübsch aus. Was haben wir da hinten? Das müsste dann, glaube ich, eine 110 sein. Genau, das ist eine 110 aus Bremen-Oldenburg. Hier mit dem Repaint 112 200. 68-8 mit den, also das sind eigentlich die roten N-Wagen. Die sind jetzt hier bei mir, das sind bei mir Silberlinge, weil ich eine Mod dafür habe, dass halt eben die roten N-Wagen zu Silberlingen umgewandelt werden. Deshalb sind die jetzt bei mir silber. Normalerweise wären die halt jetzt rot und nicht mehr, aber die mintgrünen. Und aber wie gesagt, hier im Fernverkehr ist dann eben die Baureihe 101 unterwegs. Wir sehen auch hier mit den Zugzielanzeigern Koblenz, Mainz. Das passt ja auch ganz gut, auch mit der Zugnummer, die hier drauf ist. C Intercity 523. Genau. Mal gucken, ob hier noch irgendwo eine Güterlok irgendwo gerade noch rumsteht, zufälligerweise. Gehen wir einmal hoch. Ne, hier nicht. Gut, hier steht jetzt gerade auch nichts abgestellt. Da hinten sind nur Güterwagen. Na gut, genau. Das so viel halt zum Mod. Und der Link zu der Mod ist selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ist natürlich nur für den PC, um das nochmal zu erwähnen. Für die Konsole geht das selbstverständlich nicht. Und ja, genau. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit der Strecke und eventuell auch mit der Mod, wenn sie was für euch ist. Alles Gute, alles Liebe.